Wir haben es gerade gehört, Fuchs Petrolub hat 2012 ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Über die Zahlen und den Ausblick spreche ich jetzt mit dem Finanzvorstand von Fuchs Petrolub, mit Dr. Alexander Seeland. Dr. Seeland, Fuchs Petrolub ist weiter auf Rekordjagd. Können Sie zweistellige Wachstumsraten auch 2013 erzielen? Der Fuchs Petrolub-Konzern geht bei seiner Planung für 2013 von einer Fortsetzung seiner Wachstumspolitik aus. Der Konzern plant für 2013 ein organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Inwieweit externes Wachstum durch Akquisitionen möglich sein wird oder der Umsatz durch Wechselkursveränderungen beeinflusst wird, bleibt abzuwarten. Die operative Marge, die lag 2012 ja bei gut 16%. Was würden Sie sagen, ist hier jetzt schon der Deckel erreicht? Nach dem Anstieg der Bruttomarge in den Quartalen 2012 geht der Vorstand für 2013 von einer Stabilisierung aus. Gleichzeitig werden die Personal- und Sachkosten inflations- und geschäftsbedingt ansteigen. Die Planungen sehen vor, dass der vor allem umsatzbedingt ansteigende Bruttoertrag absolut stärker wächst als die übrigen Kosten. Insofern rechnen wir für 2013 mit einer weiteren Steigerung beim EBIT, aber auch beim Ergebnis nach Steuern. Sie stellen ja Schmierstoffe her für Autos, für die Landwirtschaft und auch für den Bergbau. Wie viel Wachstumspotenzial sehen Sie im Moment vor allem in Asien? Asien ist der zweitgrößte Markt von Fuchs. Der Umsatzanteil der Region Asien-Pazifik-Afrika macht mittlerweile 30% des Konzernumsatzes aus. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Anteil durch überproportionales Wachstum im Zeitablauf erhöhen wird. Dr. Seeland, Investitionen, die kosten natürlich viel Geld. Wie viel Cash hat das Unternehmen denn im Moment zur freien Verfügung? Der Konzern verfügt über erhebliche liquide Mittel. Fuchs hat im Jahr 2012 seinen freien Cashflow mehr als verdoppelt. Die Nettoliquidität nach Abzug von Finanzschulden lag bei 135 Millionen Euro. Neben den eigenen liquiden Mitteln stehen Fuchs weiter hohe freie Kreditlinien zur Verfügung. Zusätzlich hat das Unternehmen auch die Möglichkeit, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren, sodass die Liquidität für Fuchs kein Engpass ist. Stichwort Kapitalmarkt finanzieren. Ist da eine Kapitalerhöhung kurz- oder mittelfristig geplant? Nein, also wir finanzieren uns intern und haben insofern jetzt auch nicht die Notwendigkeit, dass wir über Eigenkapital oder Fremdkapital unsere Wachstumsinitiative zu finanzieren haben. Herr Dr. Seeland, wie lange wird denn die Familie Fuchs noch die Mehrheit an Fuchs Petrolub halten? Die Familie Fuchs hält 52% der Stammaktien und garantiert der Firma als Ankeraktionär die Unabhängigkeit. Die Familie bleibt dem Unternehmen und uns treu verbunden. Daran wird sich künftig auch nichts ändern. Schauen wir nochmal auf die Aktie. Die hat in den letzten 10 Jahren weit mehr als 3000% erzielt. Wie lautet Ihr Erfolgsgeheimnis? Wir sind gut gerüstet. Zum einen durch unsere globale Aufstellung. Wir erzielen 70% unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Zum anderen sind wir in vielen Märkten stark positioniert. Dazu kommt eine solide Finanzierung und Bilanzstruktur. Wir sind ein dividendenfreundlicher Wert und haben nun schon zum 10. Mal in Folge eine nennenswerte Dividendenerhöhung vorgenommen. Tja, das klingt ja alles ziemlich überzeugend und trotzdem gibt es nur ein Analystenhaus, das die Aktie im Moment auf Kaufen hält. Was sagen Sie denn den Investoren, die im Moment noch zögern, die Aktie zu kaufen? Fuchs ist ein solider Wert. Unser Geschäftsmodell ist erprobt und nachhaltig und damit zukunftsfähig. Das Management kann auf einen Track Record verweisen. Dr. Alexander Seeland, Dankeschön für Ihre Einschätzung.